Punkte-Marke gegangen. Die Nasdaq, ganz anderes Bild, mit 0,5% im Minus bei 3.709 Punkten. Und da beschäftigt vor allen Dingen und zieht vor allen Dingen Apple mit herunter. Dann schauen wir mal auf die Einzelwerte. Wir haben nämlich ja gestern eben Apple gesehen. Die Aktie schloss gestern schon im Minus. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, auch der Start wieder heute im deutlich roten Bereich. Es fehlen einfach die Innovationen, die Überraschungen. Die Apple-Fans und auch die Investoren sind einfach nicht zufrieden. Wie ist denn genau der heutige Start der Apple-Aktie gelaufen? Ja, gestern haben wir gut 2% verloren, heute gute 5% nochmal. Das heißt, wir sind wieder deutlich unter der 500-Dollar-Marke. Und viele sagen, es ist zwar nett, vielleicht einen Fingerabdruck nun zu haben, um das Telefon zu aktivieren, aber man braucht eigentlich einen großen Fußabdruck. Das soll heißen, man braucht eigentlich neue, innovative Produkte oder einen größeren Schritt. Aber immer nur jedes Jahr ein Update herauszubringen, das reicht eigentlich nicht. Auch wenn wir dieses Mal ein 5S und ein 5C bei Apple sehen, das billigere Modell kostet ja aber auch nicht so viel weniger. Und die Chinesen haben schon in einer ersten Umfrage gesagt, dass ihnen das Billig-iPhone dann doch immer noch zu teuer ist. Also vielleicht dort auch gar nicht so viel Absatz zu holen ist für Apple. Auf jeden Fall hat Tim Cook damit noch einiges zu tun. Und die Hausaufgaben längerfristig müssen noch weiter gemacht werden. Aber auch wenn die Aktie heute im Minus ist, das war meistens nach einer Präsentation so, eine Woche später und vor allen Dingen auch einen Monat später, war die Apple-Aktie dann wieder deutlicher im Plus. Und dann haben wir auch noch heute die weiteren Themen des Tages. Wir haben ja unter anderem auch die Zulieferer, die Chipwerte, Texas Instruments heute hier im Mittelpunkt. Was ist denn da das bestimmte Thema? Ja, wir schauen auf Texas Instruments und da hat man die Prognose etwas konkretisiert für das dritte Quartal. Die Spanne beim Umsatz liegt nun zwischen 3,15 und 3,29 Milliarden Dollar, etwas weniger als noch im Juli erwartet. Und ähnlich sieht es auch beim Gewinn aus. Dort rechnet man mit bis zu 55 Cent pro Aktie, auch das etwas weniger als noch im Juli. Der Konzern befindet sich ja im Umbau, stellt vor allen Dingen jetzt dann Prozessoren her, die für Alltagsgeräte bestimmt sind, wie Waschmaschinen, wie für Fernsehgeräte. Die Aktie von Texas Instruments geht gut ein halbes Prozent ins Minus. Wir schauen außerdem noch auf eine Prognose der Investmentbank Goldman Sachs zum Goldpreis. Da geht man davon aus, dass der Goldpreis weiterhin bis 2014 noch mit Verlusten zu kämpfen haben wird. Und begründet wird das mit dem vermutlich doch dann baldigen Ende oder einer baldigen Drosselung der expansiven Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Wir schauen außerdem noch auf den Telekommunikationskonzern hier in den USA, Verizon, ein wichtiger Spieler im weltweiten oder auch hier im Mobilfunknetz in den USA. Die Aktie geht leicht ins Minus. Dort will man Kreisen zufolge ein Anleihenkaufprogramm auflegen von bis zu 49 Milliarden Dollar. Das wäre größer als das Programm von Apple und das wäre auch größer als das BIP von Luxemburg. Und wir schauen auch noch auf Kanada. Dort wird man dank der jüngsten Kursgewinne der GM-Aktie 30 Millionen Aktien des Autoherstellers abstoßen. Die haben einen Wert von 1,1 Milliarden Dollar. Dies teilte die Regierung in Kanada mit. Und damit sinkt der Anteil Kanadas von einmal mehr als 10% auf nur noch knapp 8% Marktanteil an GM. Dann vielen Dank für die Einschätzungen an Manuel Koch. Zurück an der Wall Street. Schönen Tag.